Gekennzeichnet ist das Ganze zumindest mit Exidium. Das ist Bosporanisch für Zerstörung. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Er deutet bei der Bauskizze, beziehungsweise bei der Skizze in diesem alten Buch, deutet er an eine Stelle. Deine Orientierung verrät dir, das ist die Villa Carinor. Außerdem gibt es hier dann noch den Tempel der Läuterung, den sie wohl gebaut hat, bezeichnet mit Sanguis, beziehungsweise Blut. Bosporanisch wäre, glaube ich, Sanguinis besser, aber sie schrieb hier zumindest Sanguis drauf. Naja, und sie baute dann Tempel aus und die Festung der Sonnenlegion, gekennzeichnet mit Vis für Macht oder für Kraft oder Männlichkeit oder Gewalt. Und die priesterkaiserliche Noralex-Sakrale. Eternitas, Ewigkeit. Jetzt klappt er das dicke, schwere Buch zu und guckt dich stolz an. Da habt ihr ja einiges herausgefunden. Genau. Da an diesen Orten könnten wir dann vielleicht mal genauer nachschauen, ob wir dort auch wieder welche von den Statuen finden. Denn zumindest auf dem Gelände der Villa Carinor haben wir ja eine weitere von diesen gefunden. Ja. Ansonsten hatte sie auch eine eigene Villa. Auch da hätte man natürlich noch mal nachsehen können. Die liegt eigentlich direkt daneben, ungefähr hier. Deutet wieder auf eine Karte, die gerade bei Valner Yitzchok auf dem Tisch liegt. Das ist einige Meter entfernt von der Villa Carinor. Alles auf dem Heldenberg. Viele Ansatzpunkte, die man da jetzt hätte. Bin mir noch nicht ganz sicher, was es mit diesen goldenen Kettengliedern auf sich hat, wenn ihr sagt, dass ihr jetzt mehrere gefunden habt. Aber das wird sicherlich dann weitere Ermittlungen, weitere Recherchen von euch werden das sicherlich dann zeigen. Wenn ich dürfte, würde ich mir mal die Orte kurz notieren und das später mit meinen Gefährten besprechen. Ja, sicher, ihr könnt euch diese Skizze auch mitnehmen für die anderen. Wie gesagt, war mir ein bisschen zu blöd, dann vor dem Braukeller zu warten. Da habe ich dann einfach zwei, drei andere Söldlinge davor geschickt, die dann den Keller zunächst aufgepasst haben und ich gab dann später auch nochmal den Befehl, dass das Ganze wieder versiegelt wird. Ah, naja. Gut. Gut, vielen Dank also schon mal für diese Recherche. So schnell wären wir wohl alleine nicht drauf gekommen. Ihr hattet da ein gutes Gespür. Naja, mir macht das ja Spaß, in der Geschichte von Gareth herumzuwühlen. Nandusgeweihter sollte man da ja auch aufpassen. Das ist wohl wahr. Einmal müsste ich allerdings noch mit dem Erzwissensbewahrer sprechen, wenn ihr gerade Zeit habt. Euer Abendheim. Ja. Danke, Anson, das war alles. Sehr gut. Klopft er ihm auf die Schulter und der wird sich dann auch selbst eine kleine Bettstatt suchen, wo er dann schlafen kann. Wie kann ich euch helfen, Isaron? Zuerst einmal eine gute Nachricht. Saldor Vosslarin ist wieder aufgetaucht, ebenso Melvin Störrebrand. Und Gut, ihr gut. hattet ja erwähnt, dass ihr diesen Dolch, ich habe ihn hier einmal etwas verstaut, damals mit seiner Spektabilität eingesperrt hattet in dieser Kiste. Ja, das ist richtig. Einige Zeit her, aber ja. Ich nehme mal an, das ist irgendwann auch wieder möglich, diesen Dolch zu bannen. Oh, ich müsste mich nochmal gemeinsam mit dem guten Saldor zusammensetzen und dann könnten wir sicherlich uns überlegen, inwiefern wir diesen Dolch wieder wegsperren und welche der Rituale dafür nötig waren. Selbstverständlich nur, wenn es nicht Zeit wegnimmt von vom Schutz der Stadt. Aber genau darauf wollte ich nochmal zurück. Und zwar, habt ihr vielleicht irgendwelche freien Behältnisse, mit denen oder in die wir die noch in der Festung lagernden Artefakte transportieren und dann an einen sicheren Ort, nämlich hierhin bringen könnten? So wie ich es gesehen habe, sind da nämlich noch sehr viele gefährliche Artefakte und ich würde sie ungern einfach so ungeschützt dort liegen lassen. Wer weiß, wer sich daran vergreifen könnte. Ja, wir müssen so oder so etwas mehr Kospar-Salz besorgen, denn so wie ich das mitbekommen habe, löst sich die innere Kiste auf. Nach und nach. Die größere, die äußere hält wohl noch, aber die innere wird schmelzen.
Naja, das war auch zu erwarten bei der Macht des Splitters, dass da nur kamale Kräfte helfen können. Aber wir haben... Kommt auf die Größe der Artefakte an. Ihr solltet sie natürlich niemals mit den Händen berühren. Wir haben noch ein paar Kanopen. Das sind die Gefäße, in die Rohal damals einige Dämonen sperrte. Wisst ihr, dass man Dämonen nicht töten kann, sondern sie nur wieder zurück in die Niederhöllen schickt? Um das zu vermeiden, muss man sie nicht töten, sondern bannen. Man sperrt sie ein in Kanopen. Und diese liegen jetzt seit ungefähr 400 Jahren, liegen die von Rohal selbst gebannt hier herum, unten in den Kellergewölben. Müsste mal nachsehen, vielleicht haben wir neben dem Drachenskelett noch einige. Das wäre äußerst hilfreich, wenn ihr einmal nachsehen würdet, was es noch gibt. Sicherlich stimmt ihr zu, dass die Sachen nicht einfach so dort liegen gelassen werden sollten. Na, es gibt eine Ordnung, eine innere Ordnung, die damals irgendwie angelegt worden ist. Wir haben auch um Diebe abzuwehren, haben wir sie nicht so sortiert, wie es Hesinde normalerweise gerne mag. Sondern eher so, wie Arvis es gerne mag. Die Notizen und was sich dahinter befindet, sind alle in meinem Kopf gespeichert. Das ist eine sehr kluge Maßnahme. Wir werden mal schauen, ob wir euch ein größeres Gefäß geben können. Vielen Dank. Was das für Artefakte sind. Einige kann ich euch sicherlich beschreiben. Den Rest müsste man mal tatsächlich durch die Trümmer nochmal schauen. Wer weiß, was in den anderen Kammern noch alles aufbewahrt wird. Der gesplitterte Berg, die feste Kolakai wird sicherlich noch viele Jahre lang einige Abenteurer begleiten und immer mal wieder für Expeditionen sorgen. Das kann ich schon prophezeien. Richtig, und aus genau diesem Grund müssen wir die Menschen, die dort törichterweise eindringen wollen, vor den gefährlichen Artefakten schützen. Ja. Gut, also habt vielen Dank. Ich werde heute Abend noch einmal wiederkehren. Ja, wir halten eure Schlafstätte frei. Einen schönen Arbeitstag. Wir sind mit euch. Und mit euch. Ich mache mich auf den Weg in die alte Residenz, wenn ich dort keinen finde, in die Villa Karinor. Ja, die sitzen wahrscheinlich immer noch beim Frühstück. Kannst du da sehen? Nein, mittlerweile sind wir ins Studienzimmer übergewechselt. Ich sitze in so einem schönen großen Sessel. Vor mir liegt Jalan auf einer Couch. Und sag mir, wie hast du dich gefühlt, als du zum ersten Mal den Drachen gesehen hast? Zum ersten Mal? Zum ersten Mal habe ich mich gefürchtet, aber nicht vor dem Drachen, sondern vor unserer Mannschaft, die ja vorhin wesentlich mehr Angst hatte. Ich denke, wenn er so weit fort ist, weiß man nicht gar zu schätzen, welchem Becken er verdeutlicht. Und wie fühlst du dich jetzt, Zane? Bin nicht sicher, er ist weit fort. Ist sehr weit weg und trotzdem fühlt es sich an, als würde er direkt neben einem stehen manchmal. Wenn man die Augen schließt. Ja, verständlich. Nee, geht es ähnlich. Irgendwo hin und das dennoch, es sind schon zwei Drachen jetzt, die du erlegt hast, nicht wahr? Ja. Stimmt. Du warst ja nur bei einem dabei. Ja, leider. Einen großen Epos, den ich verpasst habe. War nicht viel bei. Oh, wirklich? Nun, immerhin kannst du jetzt zwei Drachen auf deinen Banner malen. Würde ich mir wünschen, mir keines darauf malen zu müssen, und stattdessen keine Drachen zu töten zu haben. Nun, aber getan ist getan und ich bin mir sicher, bald wird es ein dritter sein, oder? Noch besteht die Möglichkeit, dass ihn dasselbe Schicksal wie Galotta ereilt. Ich fürchte, darauf können wir uns nicht verlassen,
Ich war sehr überrascht, als ich gehört habe von der Stadt des Lichts und du scheinst gefasster zu sein als vorher. Nun, die Kirche steht noch. Auch wenn das ewige Licht uns genommen worden sein mag, kann niemand abstreiten, dass Praia seine schützende Hand über seine Diener gehalten hat. Solange die Götter noch mit uns sind, gibt es keinen Grund zu verzweifeln. Du hast also wahrlich deinen Glauben wiedergefunden nach Werheim? In der Tat. Das freut mich sehr zu hören. Ich sehe, du machst sehr gute Fortschritte. Mehr sogar, als ich gehofft habe. Dennoch, gemeinsam haben wir viel durchgemacht. Und ich denke, wir haben noch viel vor uns. Fühlst du dich bereit, in die nächste Schlacht zu ziehen, den nächsten Feind niederzustrecken, das nächste Kreuz zu machen? Was ist das für eine Frage, Carino? Nein, ich denke, keiner von uns fühlt sich bereit. Aber wir müssen nun mal. Jemand anders kriegt's nicht gebacken. Nun, das ist doch eine gute Antwort, denke ich, oder? Wir tun es, weil wir es müssen. Und tun es, weil wir es können. Eines Tages werden wir vielleicht nicht mehr müssen. Bis dahin gibt es wohl noch viele Herrteichen, die aus dem Maul bekommen. Es klopft an der Tür und ihr könnt erkennen, dass Iserun in der Tür steht. Morgen, die Herren. Abelmin und Rafim sind gerade so ein bisschen weggenickt. Der Kaffee neben euch ist kalt. Die Stimme von Kiaras war sehr beruhigend. Ja, Kiaras und eine Zigarre. Was gibt's Besseres am Morgen? Iserun, du hast das Beste verpasst. Wir haben dir was aufgehoben, wenn du auch noch was essen möchtest. Ach, Essen, stimmt. Ich hab eine noch gar göttliche Salami gibt es hier. Ihr werdet es nicht glauben. Original aus Al-Anfa. Geschlachtetes Schwein. Wunderbar. Da ist jetzt aber nicht so ein komisches Zeug reingemixt, oder? Nein, ich glaube, es ist ein Produkt der Götter. Nur sehr, sehr gute Gewürze. Keine Sorge, nichts. Berauschendes. Außer ein guter Geschmack kann ich brauchen. Ich hole euch gleich eine, warte, dann hole ich mir gleich auch noch eine. Rafim stürmt wieder aus dem Zimmer und kommt wieder mit einer riesigen Salami zurück und bricht sie in die Hälfte. Ja, probiert sie. Setz dich doch. Wie hast du geschlafen? Ach, es geht so. Leonardo hat die ganze Zeit rumgehämmert und gesägt. Ach, übrigens, Abelmir, er ist fast fertig mit diesem Apparatus. Wirklich? Der Trümmer zur Seite räumen soll. Auf. Beschreib ihn. Ein bisschen wie ein Käfer. Geht's da etwas genauer? Wie viel für Beine? Welche Größe? So etwa etwas über Knie hoch, vielleicht Hüft hoch oder sowas. Und ich glaube, es hatte 6 Beine. Hier sind eine gefällige Zahl. Und habt ihr die Zeichnung mitgebracht? Nein, ich kann sie ihm doch nicht einfach mit wegnehmen. Ihr müsst schon selber. Also er hat mir zumindest gesagt, ihr könnt vorbeikommen und die letzten Nägel oder sowas anbringen. Er wollte sich jetzt etwas anderem widmen. Gerne. Aber mir Augen leuchten ja regelrecht. Natürlich, das ist ein Werk von Leonardo. Das größten mechanischen Genies in Aventurien. Des mittlerweile größten Lebenden. Wenn du den Diener hast, aber mindestens doch Günstlings. Das war der, was der Elemente. Nun, man muss ihm zugute halten, dass er nicht freiwillig nach Hyogomark gegangen ist. Nun, ich freue mich auf jeden Fall, dass Abel mir etwas gefunden hat, was ihn begeistert. Und doch, bei allem, was ihr dort sicherlich gelernt habt, solltet ihr seine Werke mit Vorsicht betrachten. Pappalapapp. Nichts pappalapapp. Das sind die Sinnesgaben, die darf man nicht verschwenden. Und schon gar nicht, wenn der Verderber der Elemente da irgendwie seine Finger im Spiel haben könnte. Er ist vollständig geheilt. Seht euch, er ist wieder tatkräftig wie zuvor. Wirklich? Ihr kanntet ihn so gut zuvor? Was ich so hört natürlich. Ich habe ihn persönlich nie kennengelernt. Diese Irre besaß ich leider nicht, aber was ich so gehört habe, was er in Havina geschaffen hat, unglaublich. Mit Sicherheit, aber vielleicht sollten wir ihm
wieder einige Zeit geben, um sich an die göttergefällige Welt zu gewöhnen. Und Arbeit ist die beste Medizin. Das mag richtig sein. Wir sollten noch Briefe schreiben. Kiaris, habt ihr zufällig etwas Briefpapier? Ja, hier ist genug, komm. Ich hole schon. Aber mir, welches wollt ihr? Das mit Siegel, das mit der besonderen Verzierung oder das normale? Das da mit dem Wasserzeichen natürlich. Aber dann weiß er ja, dass es von der Villa Karinor kommt. Glaubt ihr, das ist gut? Da habt ihr natürlich recht. Na gut, nehmen wir das da. Ich reiche das euch, das edle normale Papier natürlich. So, spitz halt die Feder an, taucht in das Tintenfass. Nun, was schreiben wir Schönes? Horas. Sollten wir den Brief nicht relativ kurz und bündig halten? Horasia steht doch so sehr auf formeller Etikette. Er sollte ihn wohl so ausführlich wie möglich verfassen. Nun gut. Abgesehen davon, er wird nicht schwerer, nur weil er mehr Tinte drauf bringt. Nun gut. An seine durchlauchtigste Hoheit, Anzwin von Rabenmund, der Jüngere. Soweit wäre schon. Gut, was wollen wir mitteilen? Es muss ein kurzer Brief sein, in dem wir nicht die Unwahrheit sagen, aber ihm etwas versprechen, was wir ihm nicht geben wollen. Ich laufe dich zu Hoheit, das war die falsche Anrede. Wenn überhaupt, ist er eine Wohlgeboren. Wir haben doch genug Papier. Und er ist doch ein Herzog. Moment, von welchem Ansehen sprechen wir? Dem Jüngeren natürlich. Der Jüngere ist Baron von hier, wie heißt Bröckling, Böckelhausen, das Ding halt, seine Baronie. Was haltet ihr davon, wenn wir einen Brief verfassen, der ähnlich kurz ist wie der seinige? Das war meine erste Idee. Und Jalan sagte, nein, wir müssen ihn lang verfassen. Der Brief ich war zu dem Zeitpunkt davon, ich war zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass ihr ein neuer Horachreich schreibt. Ich verzeihe, ich habe nicht zugehört. Also, ich denke, gut. Wir sollten einen ähnlich kurzen Brief eher verfassen. Ich sollte ihn auf jeden Fall richtig korrekt anreden, das ist wichtig. Das erste Blatt beiseite zum Abschaben. Greifen wir das zweite Blatt an. Deine Hochrohrgeburt von Rabenmund. Vielleicht sollten wir es wirklich, so wie er es geschrieben hat, wir werden es per Brieftaube schicken, wir sollten es sehr, sehr kurz halten. AWR. Diod. Wird überhaupt V? Es müsste einer von uns unterschreiben, damit er weiß, wovon wir sprechen, und dann schreiben wir eure Voraussage auf Schlacht zutreffend. Gut. Kritze, Kaffee. Reichsversammlung geplant. Kritze. Brauchen dringend Unterstützung in Richtung Romulus? Sammelpunkt Romulus. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Wollen wir siegeln? Oder unterschreiben? Das Siegel haben wir ja nicht hier. Das Siegel haben wir in der Tat hier. Ich dachte, Ludolf hat das. Entschuldigt. Ich würde noch einmal mit Ludolf darüber sprechen, aber ja, grundsätzlich sieht er. Was haben wir genau geschrieben, Abelmir? Wir sprechen ihn an, dann sagen wir, dass seine Prognose zutreffend ist. Treffend. Mit dem Reichskon. Dieses Konventsding, wird das nur einberufen, wenn ein neuer Kaiser gewählt wird? Nun, es gilt, wird auch einberufen, weil ich weiß, wenn strittige Fragen bezüglich des Reichsrechts geklärt werden sollen, Regelung der Neugrenzen bestimmter Grafschaften oder. Okay, also kann man uns damit nicht direkte Lüge vorwerfen, falls wir das für irgendwas anderes dann einberufen werden, wenn wir Silenien ernannt haben? Nein, wenn wir wirklich den Reichskongress einrufen, ist es keine Lüge. Sehr gut. Also. Wer von uns unterschreibt das? Das ist auch nochmal wichtig. Warum unterschreibt nicht einfach keiner und wir siegeln? Weil er wissen muss, weil es nur Sinn macht, es macht für ihn mehr Sinn, wenn er weiß, dass einer von uns das geschrieben hat. Wenn wir den Namen von Jarlans
Tarnnamen in Jalgo Magnem. Der ist ihm noch bekannt, oder? Aber warum sollten wir so etwas tun? Damit er weiß, wer wir sind, aber der Gegner es nicht weiß, eventuell. Er kennt uns. Dann unterschreibt doch hier einfach. Werde auch unterschreiben, denn euch wird er sicherlich nicht als rechtmäßig genug empfinden. Das ist mit Sicherheit richtig. In der Tat. Der Mann ist ein Arschloch erster Güte. Dann schreibt doch im Auftrag. Ja. Und dann das Siegel. Auftrag, angreifen und der Mann daher gesiegelt. Macht man den Heldenwachs, Stempelwachs warm? Heldenwachs, gefällt mir. Siegelwachs, meine ich, Heldenwachs. Wir nennen deshalb jetzt Heldenwachs. Das wird beibehalten. Frisch gewonnen aus dem Gehörgang. Hier müsst ihr siegeln, Jalan. Habe mir. Ich mag vielleicht kein Horasia sein, aber ich weiß, wo man einen Brief siegelt. Bin und? Überrascht, dass ihr dieses Wissen besitzt, aber ja. Sehr schön. Entsandt. So, unser nächster Brief muss an Selindian gehen. Selindian soll sich so bald wie möglich hier mit Truppen einfinden. Wäre es nicht schlauer, an die Kaiserin Witwe den Brief zu schicken? An Alara Paligan? Ich glaube, ich vollkommen egal, an welchen von beiden ihr schreibt. Ihr werdet eh bei Alara landen. In der Tat, sie wird ihn so oder so lesen. Und wenn also ich denke, der Etikette halber sollten wir schon an Selindian Hall schreiben. Richtig. Wir könnten aber vermutlich auch gleich schreiben, guten Abend, Kaiserin, Großmutter. Ja. Also schreibt, seine kaiserliche Hoheit, Selindian Hall. Dein aller durchlauchtigste Hoheit, oder? Zum einen ist er natürlich der Kronprinz der Alma da. Zum anderen ist er aber Mitglied der Kaiserfamilie und ich denke, angesichts seiner angesichts seiner bevorstehenden Krönung ist letzteres die wichtigere Anrede. Also aller durchlauchtigste. Nein! Nicht? Kaiserliche Hoheit. Kaiserliche Hoheit. Selindian Hall, König von Almada? Kurzhalten. Deine kaiserliche Hoheit, Selindian Hall. Punkt. Ja? Ihm sagt es schon. Kurz. Was wollt ihr mitteilen? Wie euch sicherlich zu Ohren drang. Ja? Beklagen wir, dass... Ja. Sowohl eure Schwester wie auch eure Mutter. Warte, sie immer war seine Mutter. Nicht so schnell. Ja, jetzt weiter. Den langen Weg in Borons Hallen antraten. Nach gegebenem Recht des Rauschen Reiches ist es also nun an euch, den Greifenthron zu bekleiden. Okay, gut. Für diesen Zwecke. Ja. Erfordern wir eure Anwesenheit in Gareth. Ihr fordert die Anwesenheit? Wir erfordern. Wir erbitten. Wir erbitten. Erfordern. Ist eure Anwesenheit in Gareth erforderlich? Selbstverständlich. Jedenfalls, wir können nur die Krone aufsetzen, wenn er in Gareth ist. Beim Thema, weiß jemand, wo die Krone ist? Sorge für andere Zeit. Wir müssen noch in den Brief schreiben an den Answin, dass wir gehört haben, dass Selindian vermutlich vergiftet. Einen Brief nach dem anderen. Ja, ja, aber nicht, dass wir es vergessen. Nein. So, wäre das alles? Oder wollen wir noch etwas andeuten? Brauchen dringend Unterstützung in Gareth. Ja, die würde er aber nicht leisten können. In Gareth doch schon mal gar nicht. Nein, auch in Gareth. Das wissen wir vermutlich in Gareth brauchen. Seine Mutter, Großmutter es lesen wird. Galotta gefallen, Gareth steht noch. Stimmt, schreib das rein. Galotta fiel. Das ist Galotta fiel. Der Reichsverräter Galotta ist gefallen? Ja? Ich höre. Aber das Reich steht. Ausrufezeichen. Lux Triumphat. Das Reich steht aber. Punkt. Wo wollen wir sie hinbekommen, diese Truppen, falls wir Truppen hatten, nach Gareth oder nach Romilis? Wenn sie nach Romilis wollen, müssen sie nicht durch Gareth, aber sie kommen in der Nähe vorbei. Sie können auch den Dapa runterschippern. Reden wir von Answin oder von Selindian?
Achso. Selendia, okay. Selbstverständlich. Gareth ist das Nächste. Selendia also, wird die Volidergo hinabbewegen. Ich meine, ans Wen, verzeiht. Also, Truppen erforderlich in. Nach Gareth. In Gareth. Denke ich auch. Ihr werdet ihn sowieso nicht, wenn wir ihm erzählen, dass die Kaiserfamilie tot ist, dazu bringen, jetzt nach Romulus auszuweichen. Gefürchtet, am Ende liegt die Entscheidung leider sowieso nicht bei ihm, sondern bei Alara. Wir sind jetzt bei Anspin oder bei Selendian? Noch etwas? Gareth ist sicher? Das haben wir vorher schon geschrieben. Das Reich ist sicher. Steht. Also naja, ich meine, als zusätzliche Motivation, dass er auch wirklich hinkommt und nicht dann irgendwie die Großmutter schreiben lässt, so, nein, zu gefährlich. Ja gut, wir wollen nicht lügen, oder? Richtig. Und das Reich ist, also das Reich steht, das ist die Wahrheit, aber das Reich ist sicher, wäre gelogen. Natürlich ist es. Gar nicht sicher, ist es eine Frage. Ja, da habt ihr wohl recht. Das war ein schlechter Vorschlag. Vielleicht sollten wir den Raben von Punin über sie ins Boot holen. Mal bitten geistlichen Beistand. Der Rabe von Punin wird sich wohl kaum von einer Alan-Fahnerin ins Boot holen lassen. Dann wohl eher von einer Stücknummer. Nichtsdestotrotz brauchen wir ja diese. Oh, vielleicht sollten wir jetzt einen extra Brief. Richtig, ich schreibe dann einen Brief an den Raben. Bruder Stückummer wird sich darum kümmern, dass er an den richtigen Ort kommt. Gut. Das wär's also? Nein, die müssen auch in den Brief an den Anzwin das erwähnen. Dass es fehlt das Reichssiegel. Wenn ihr so freundlich wärt, Jalan? Natürlich. Ja, das auch. Nun an Anzwin den Älteren. Was ist sein Titel? Er hat keinen Titel mehr, oder? Ja, was wollt ihr denn mit Anzwin dem Älteren? Wollt ihr nicht einen Brief an Anzwin den Älteren? Nein! Ja, wir wissen doch gar nicht, wie wir den kontaktieren können. Den Brief von Anzwin den Jüngeren müssen wir noch erwähnen, dass es gerüchteweise Selindian Haal verstorben ist. Oslarin weiß bestimmt, wie wir ihn kontaktieren können. Ich dachte, wir kümmern uns jetzt um den Brief, gehen dann in die Zentralregistratur, schauen nach, was dieser Anzwin der Alte die letzten 20 Jahre gemacht hat oder wie lange der auch immer im Exil ist, keine Ahnung. Und dann gucken wir, ob wir ihm schreiben. In der Tat, das wird die bessere Vorgehensweise sein. Also schreibt noch in den Brief an Anzwin den jüngeren PS, gerüchteweise. Postskriptum? Ja. Gerüchteweise. SH vergiftet. SKM Haal durch Gift. Gestorben. Gut.